Hey Leute, hier ist wieder Giga Tobi und herzlich willkommen wieder zu Outlast. So, wir sind jetzt hier. Wir sind recht weit gekommen. Wir sind jetzt mal draußen. Ob das jetzt für uns die Freiheit bedeutet? Ich denke mal noch nicht. Wir müssen vor jemanden hier aufpassen, der hier irgendwo rumlungert. Sonst werden hier nicht diese komische Verstecke hier, oder? Wir müssen ganz vorsichtig sein. Da kommen wir nach oben. Wollen wir da abchecken? Ich höre ganz widerliches Kettengeräusch da irgendwo. Scheint da irgendwo rumzulaufen, ne? Das wäre krass, wenn er uns da jetzt jagen würde und wir sehen da nicht viel. Bestimmt ist das einen oder anderen bestimmt passiert, dass da einer so rumgelaufen ist. Aber wir wissen ja noch nicht, was noch weiterhin passiert hier. Oh Mann. Okay, da müssen wir jetzt runter. Aua. Shit. Ja, chill mal wieder. Komm mal wieder runter. Oh, ein Pavillon. Kommen wir weiter. Hier nicht. Oh fuck. Oh fuck. Boah, auf einmal stand er da. Sollen wir runter oder nach oben? Gehen wir mal runter. Da konnten wir ja vorher noch nicht runter. Okay. Wir müssen jetzt wieder irgendwo rein. Finde den Vater Martin in der Frauenstation. Bullshit. Frauenstation. Na super. Mist. Naja, wenigstens kann er uns da jetzt nicht folgen, oder? Wow. Ein Brunnen voller Leichen und Blut. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Achso. Wasser nicht trinken. Nee. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen, als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Ja, Jucken, Jucken. Was auch damit immer sagen möchte. Sich ein bisschen unberuhigend an, auf jeden Fall. Dass unser noch komplett wahnsinnig wird. Und was haben wir denn da? Eine weitere Batterie. Eine weitere Batterie. Oh Mann. Jetzt bin ich im blutigen Wasser geschwommen. Ja. Frauenstation. Da hinten war doch irgendwie was. Oh, wir kommen jetzt in ein Fenster rein. Natürlich. Das kennen wir doch auch, oder? Die Frauenstation. Herzlich willkommen in der Frauenstation. Oh mein Gott. You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon. This way! Revelation is at hand!
Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Warum soll er eigentlich diesen Typen jetzt normalerweise folgen? Weiß er eigentlich, worüber das alles, worum das hier passiert ist oder weshalb wir hier sind oder... Ich weiß es nicht. Aber ich bin mal gespannt, was es auf sich hat. Ist immer so cool, wenn man hier rennen kann, kann man vorher nach hinten gucken und so. Ist mir ein bisschen spät aufgefallen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt so... Oh. Da schien doch hinten irgendwie Licht, oder? Nee. Oh shit! Ist nicht wahr. Das Geräusch in der Maschine. Ich habe schon gedacht, was ist das für ein Geräusch? Also ist mir gleich mal aufgefallen, wo wir dieses komische Geräusch da kam. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinen Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzele und sehe atmosphärische Störung und etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können, aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Oh Mann. Wo sollen wir hinlang? Wo sollen wir langlaufen? Nein. Geh weg! Ich will nicht mit dir spielen. Wow. Geht weg! Ihr seid nicht meine Freunde. Batterie. Haut ab. Ich will nichts von dir, Mann. Dokument. Schauen wir uns das mal an. Hä? Achso, ja. Wallrider und Albträume. Kurze Einführung in die Wallrider Mythologie. Für den Betreuungsstab von MRD, Murkoff Corporation. Hinweis:
Nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkte Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp und Mara oder Schratt bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs. Hey, Deutsch. Welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft ringend auf. Der Name Mara lässt auf Ma oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Bei uns Blut und bei den Frauen Milch, okay? Oh. Da kommen wir nicht weiter. Der Psycho kann da irgendwo da wegbleiben, ne? Ich hab keinen Bock auf den Typen da. Nicht, dass er aggressiv wird und uns gleich mit einem Knüppel auf den Kopf haut. So wie manche anderen, die das mit uns gemacht haben. Kamen wir eigentlich hierher? Ja, da kamen wir. Kann sich mal gepflegt abhauen, der Typ. Toiletten. Aha. Kommen wir da weiter? Na, sicherlich nicht. Hau doch mal ab! Alter! Ich dachte schon, der will uns eine rüberhauen, ne? Mist. Hier waren wir doch auch, oder? Oh. Was ist da? Hä? Batterie? Zwei Batterien aufgenommen. Raus kommen wir auch nicht. Super. Super duper. Das ein Pfad angekriegelt. Hey. Okay, da kommen wir nicht weiter. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Was ist mit der hier? Puh. Drei Sicherungen müssen wir finden. Hä? Okay. Da war doch eben gerade, oder? Einfach nicht.